Hey Leute, es geht wieder los hier bei The Minish Cap. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen erstmal wieder eine Schwertmeisterfibel. Denn wir haben schon wieder so viel Kohle. Ich hoffe. Ja. Sehr gut. Ich kann noch eine kaufen. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Aber bevor ich halt mein Geld sinnlos da rumschlepp, oder? Da gebe ich lieber 200 Rubine dafür aus. Ich meine, hinter der nächsten Ecke lauert ja sicherlich eh wieder. Ah, Steine kaputt machen. Geld irgendwo in den Busch. Genau. Heute würde ich ganz gerne an eine bestimmte Stelle gehen. Nämlich, wartet mal auf der Karte. Oberhalb hierhin, ne? Da müssten wir doch theoretisch jetzt irgendwie hinkommen. Ne, dass wir hier vielleicht irgendwie links rüberfliegen können. Weil ihr hattet auch gesagt, ich habe den Zugang ja schon geöffnet. Und ich kam damals einfach nur noch nicht hin. Dementsprechend würde ich da einfach nochmal kurz mein Augenmerk drauf legen. Ja, was war denn hier eigentlich los? Kann ich hier rein irgendwie? Ach ne, hier war dieser See. Da haben wir. Ja, guck mal. Da oben. Hier durch kann ich auf jeden Fall. Ja. Was war hier? Ach ja, guck mal. Ist das dieselbe? Ist das derselbe Durchgang? Ja, interessant. Okay. Und hier rein. Da geht es durch eine Höhle raus. Da komme ich hier raus. Okay, was war hier drinne? Ich muss mal kurz abchecken. Sorry, Leute. Hier war mal ein Schwertmeister drin. Den habe ich bestimmt schon. Ja, okay. Der ist schon fertig. Alles klaro. Ja, dann da können wir jetzt rüber. Das sieht doch gut aus. Vielleicht decken wir auch noch ein kleines Gebiet auf. Schauen wir mal. So, warte mal, da brauche ich drei, ne? Aktuell auf zwei eingestellt. So, jetzt sind es drei. Eins, zwei, drei. Und dann schiebt man das Ding weg. Sehr gut. Und schon sind wir mal irgendwo, wo wir noch nicht waren. Das hört sich doch gut an, oder? So, was ist hier unten? Da kann ich nur runterjumpen. Den Schalter müssen wir ja schon aktiviert haben. Der war, glaube ich, für eine Brücke. Aber, okay, 20 Rubine. Hier waren wir noch nicht, oder? Genau, Tal der Königsfamilie. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal rausfinden. Alter, wie ich die wegballer. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was wir hier machen müssen. Denn es ist schon lange her. Aber ich mache sau viel Schaden. Da ich einfach schon mein Schwert habe. Das ist schon mal ein großer Vorteil. So, hier kann ich auch einfach wieder runterhüpfen. Bringt mir natürlich gar nichts. Heißt, das wäre alles sinnlos. Aber hier müssen wir lang. Oh Gott, ich bräuchte die Lampe auf jeden Fall. Oh Gott, was... Oh, irgend so ein Rätsel. Gott, nein, was... Ah! Geh weg. Geist. Oben. Okay, ich folge mal den Schildern, würde ich sagen. Voll. Natürlich, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, immer einem Schild zu vertrauen, wo man lang gehen soll. Ja gut, machen wir ja täglich, ne? Links. Es steht rechts und wir sollen links gehen. Geil. Na, sag mal, dieser Geist, ne? Der crappt einen aber auch echt gut. Hä? Hey? Nö. Wie vorher. Links. Ja, der soll ein bisschen ablenken, ne? Wie am Anfang, das war oben, ne? Rechts. Wie auf dem vorletzten Schild. Aber vorletzten Schild heißt ja wie am Anfang, also oben, oder? Jo. Perfekt. So, okay. Ah, war das nicht hier auch so mit Boris und so? Ey, diese Geister sind ja sowas von schrecklich. Ich habe das gar nicht mehr so düster in Erinnerung. Da war auf jeden Fall fettes Schlüsseltürchen. Okay.
Ich muss durchs Tor. Was anderes bleibt mir nicht übrig, oder? Komme ich da durch? Nein. Genau, und hier war das mit Boris. Boris ist auch da. Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Nee, das ist eine Tingle-Trophäe. Okay. Ja, aber wir haben den Schlüssel zum Friedhof dann demnach nicht, oder? Aber was ist denn der Schlüssel zum Friedhof? Aber doch, klar. Wir haben doch diesen goldenen... Was? Mein Schwert-Upgrade? Diese Krähe hat... Nee, der hat mein Schwert-Upgrade geklaut. Ich wurde gerade gedowngraded, Alter. Das habe ich auch noch nie erlebt. Schlüssel zum Friedhof geklaut. Also wir haben den schon gehabt. Wir mussten das gerade nur storymäßig triggern, oder? Renn hinterher und hol dir den Schlüssel zurück. Das macht mich gerade sehr traurig. Sind wir jetzt schwächer geworden? Okay, alles klar. Easy. Schlüssel zum Friedhof. Zurückerhalten. Jetzt kannst du den Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich ja wirklich den Schlüssel. Aber wo ist denn das Schwert-Upgrade hin? Oder ist das nur durch den Randomizer so komisch gewesen? Und ich bin immer noch... genauso wie vorher. Leute? Hilfe? Ich mach dir das Tor auf, sei vorsichtig. Okay. Ja... danke. Ah, guck mal. Hier sind so Dinger drunter. Hier sind überall Gräber. Hier sind Truhe. Jo, ein Herzteil. Sehr schön. Jo, wir haben nur einen Herzcontainer. 15. Perfekt. Alter, was ist denn hier schon wieder los, ey? So, ich könnte da reingehen. Kann ich auch hier? Oder wie funktioniert das hier? So schon mal nicht. Ich guck mal kurz, was ich alles schieben kann. Ich glaube, hier ist aber... ich muss auf jeden Fall auf den Schalter da oben. Okay. Und was wäre das eigentlich gewesen? Sehr interessant. Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in der Stadt Hyrule. Da treibt er gern Schabernack. Wie es ihm dort wohl ergeht? Das weiß ich nicht. Kann es sein, dass ich die irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge schieben muss? Oder auch nicht. Okay, soll ich erstmal hier reingehen? Was haben wir denn hier? Du hast den Grabstein weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen. Aber ich fühle mich so allein hier. Komm ich bald besuchen, ja? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Komm ich auf jeden Fall vorbei, ja? Da kann ich aber nicht... nee. Ist wahrscheinlich schon gemacht. Palast des Windes. Also, Palast. Palast? Palast des Windes. Müsste der sein. Theoretisch. Habe ich hier irgendwo eine Anzeige? 5, genau. Ah, geil, ey. Kommen wir auch richtig weit dann. Also wir haben ja die Fragmente alle. Das heißt, da können wir ja demnächst wieder hin, ne? So, ich habe keine Ahnung, was das hier mit dem Grabstein auf sich hat. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Hier ist auch nochmal ein Durchgang. Und die Ocarina des Windes. Da haben wir jetzt 3 von. Sehr gut. Und da ist nochmal der Schlüssel. Strange. Den habe ich einfach mal mitgenommen. Okay. Dann haben wir das, glaube ich, erstmal alles erledigt soweit, oder? Dann würde ich jetzt mal das Rätsel lösen. Die Frage ist eigentlich nur, wie kommen wir da durch, ohne dass wir... Shit, das hat... Ah, das hätte fast geklappt.
Muss auf jeden Fall so gemacht werden, schätze ich. Das hat auf jeden Fall geklappt. So, jetzt ein bisschen weiter unten halten und jetzt hoch. Perfekt. Gut, dann hätten wir da das Ding auch geöffnet. Ach, das ist ein Dungeon? Ein Mini-Dungeon, hattet ihr gesagt, ne? Kann ich die abfackeln? Jo. Okay, Erdenschlüssel. Tempelstropfens, sehr schön. Das Ding, ne? Jo, sind wir auch vollständig. Hey, läuft gut. Heißt, den können wir auch fertig machen, den Dungeon, aber... So, hier brauche ich meinen... Okay. Mein Büsterich. Ah, komm. Ich hab's ja, ne? Ich habe nur zwei Schlüssel. Hab ich eine Karte? Nö. Oh, ist eine Fake-Tür. Cool. Wäre das auch eine Fake-Tür gewesen? Ich glaube ja. Okay, hier gibt's wahrscheinlich eine Schatzkiste. Oder Geld. Hier brauche ich den zweiten Schlüssel. Shit. Okay. Weiß nicht, ob es den da oben vielleicht gibt. Wir müssen auf jeden Fall einmal mit unserer Teilungsmagie hier durch. So viel ist klar. Toll. Jo, okay, dann war es das erstmal. Dann können wir ja später noch einmal zurückkommen. Wenn wir hier noch einen Schlüssel gefunden haben. Ich presse den hier mal noch rein. Und hier brauchen wir jetzt noch einen Schlüssel, damit wir, keine Ahnung, den finalen Gegenstand bekommen. Dann hätte ich gesagt, wir, zack, speichern mal. Und machen Quick Warp. Ja, und schon sind wir wieder am Anfang. Naja, ein bisschen was haben wir bekommen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Tempel des Tropfens als nächstes. Und versuchen mal unser Glück da. Also wir haben theoretisch die Möglichkeit, den komplett abzuschließen. Genau. Brauchen auch immer noch einen Schild. Der ist uns immer noch sehr wichtig. So, warte mal, ich mache mich mal kurz klein. Das war hier. Wir suchen auch immer noch einen Schwertmeister, ne? Hattet ihr nicht auch gesagt, ich soll hier als Minish oder als kleiner Typ nochmal ein bisschen rumschwimmen am Heiligersee? War das nicht irgendwie so? Oh Gott. Aber... Okay, perfekt. Alter Falter. Ja, das, toll. Ich bin da super drin, merkt ihr? Alter, gar kein Glück. Okay. Gehen wir hier nochmal hoch. Machen uns erstmal wieder groß. Ich glaube, andersweitig... Wer hat hier gewohnt? Ja, okay. Dann mach erstmal wieder groß hier. Hier war aber auch irgendwo noch ein Schwertmeister. War das hier? Irgendwo hatten wir noch einen, wo wir was anzünden mussten. Glaube ich. Ich erinnere mich düster. Aber der war es auch nicht, ne? Nö. Oder haben wir das schon gemacht? Weil hier Brennfackeln? I don't know. I don't know, Leute.
Okay, wir haben hier einen Baumstamm. Okay, 5 Rubine. Keine Ahnung, ob die irgendeine Rolle... Ach, das hatte ich damals runtergeschossen. Ich erinnere mich. So. Ich schwimme hier mal kurz ein bisschen was ab. Hier zum Beispiel... weiß ich nicht mehr. Was war da drin? Haben wir da irgendwas noch? Nee, ne? Da waren wir fertig, okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen gucken, Leute. Einfach nochmal Ausschau halten. Hier waren wir hier drin, als Minish. Das fällt mir gerade ein. Da geht's als Minish auch rein. Oh Gott, Bäcker. Sorry dafür. Ja, dann haben wir hier Tingel. Tempel des Tropfens, wie gesagt. Ich mache mir mal kurz klein und schwimme noch in die zwei Orte rein. So, schauen wir mal. Also einmal hier. Hier waren wir auch schon drin, oder? Ja, ja, ja. Uns fehlt auch immer noch diese Plapperfrucht, oder wie heißt... Ne, womit wir eigentlich mit dem Minish reden können. Okay. Hier ist auf jeden Fall auch wieder dunkel. Jo, hier muss ich was anzünden. Zack. Auf jeden Fall eine Schatzkiste. Oh nein. Ich glaube, es ist fast besser. Ich mache den hier. Frage ist, muss ich das anzünden oder ist das jetzt nur als Stütze, als Hilfe gedacht? Wir finden es heraus. Aua. Es ist, glaube ich, nur als Stütze gedacht, oder? Ah, 5 Bomben. Traurig. Weil ansonsten war hier keine Fackel, glaube ich, weiter. Ne. Okay, dann haben wir das auch. Können wir noch irgendwas als Minish machen? Oder wären wir dann erstmal durch hier? Ich gehe nochmal kurz eine Runde gucken. Der Part neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. Ich würde halt sagen, im nächsten Part machen wir dann auf jeden Fall den Tempel des Tropfens. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also hier ist nichts weiter erstmal. Wir können jetzt höchstens als Minish nochmal hier unten reingucken. Ob wir da irgendwas vergessen haben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier drin war. Ne, hier waren wir fertig. Hier waren wir fertig, auf jeden Fall. Bin ich mir relativ sicher. Okay, dann ist hier auf jeden Fall alles soweit durch. Sehr gut. Dann auf jeden Fall erstmal wieder groß machen. Ja, es kommt halt jetzt immer wieder die Phase, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen nochmal alle Gebiete ein bisschen durchgucken. Da haben wir vielleicht nochmal was vergessen. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz rein. Hallo, Wow Wow. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Hier war... Ja, hier sind wir vorhin durchgekommen. Ich glaube, mir fehlt noch ein Schwertmeister, oder? Er hat auch gesagt, ich soll mal gucken. Ich habe 9 Schriftrollen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal eins erhöhen. Und ich glaube, dann müsste ich theoretisch hier auch nochmal... Ich habe aber keine Ahnung, welches. Ich mache einfach mal so. Ich hoffe, das ist richtig. Weil den Down-Angriff habe ich auf jeden Fall noch nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir fast relativ sicher. Ihr könnt auch nochmal schreiben, was ich mit der Tingle-Statue jetzt machen kann. Ob man damit irgendwas machen kann. Gerne mal schreiben. Okay. Ja. Ich meine, hier drüben haben wir noch eine Höhle, aber da war ja auch nichts mehr drin. Ach shit. Nee, da war, bin ich mir sicher, dass da nichts mehr drin war. Da haben wir eigentlich alles gemacht. Da würde ich sagen, Tempel des Tropfens. Nächster Part, Leute.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und gerne mal wieder reinschreiben, wo ihr denkt, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Da müsste ich nochmal vorbeischauen. Da können wir noch Items abgreifen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.